Und wir starten rein mit Eli Horrorfilm Trailer Deutsch. Ich rede eigentlich nicht so gerne drüber. Ich hab mich immer voll komisch hier gefühlt, weil wir immer so krass alleine waren. Immer, immer, immer. Hier war kein Mensch. Direkt nebenan ist auch so ein komischer Wald. Hinter mir irgendwas stand, irgendein... Ich hab Angst, am Sonntag ist wieder Screamy Sunday. Keine Ahnung, ich weiß nicht, Da war, es war nicht wirklich ein Typ oder so, es war einfach, keine Ahnung, als wenn irgendwas... Alles klar, du meinst das... Also er will das haben, dann haben wir einmal hier eins weg. Alles klar, Rob. Schreibe ich mal in meine Liste rein. Komplett wild, so an meiner Wand, genau da, auf der Seite, wo ich penne, direkt an meiner Fresse, so richtig groß, irgendwas geschmiert. Da war was in meinem Zimmer. Schlechte Träume sind eine Nebenwirkung, das ist völlig normal. Willst du mich verarschen, du Knecht? Ich weiß, du bist hier. Hier ist jemand. I could dance like Michael J. Also bisher fand ich scheiße, aber die das ist mein Humor. Nein, ich bin gefickt. Hey. Stark. Ganz großes Kino. Also zum Ende hin sehr, sehr stark. Leute, willkommen hier bei Erkennst du den... Wann ladet ihr mich mal ein? Jetzt mal ganz im Ernst. Worldwide Wohnzimmer. Ihr beiden süßen Twinnies. Wann ladet ihr mich mal ein, den relevantesten deutschen FIFA-Streamer? Und der Gamer Brother. Liebe Freunde, ich erkläre ganz kurz die Regeln. Die Kandidaten müssen buzzern. Minuspunkt. Zu, danke. Ja. Und ganz wichtig für euch. Voll Idiot. Ja, ja. Du drückst immer und dann Minuspunkt. Geiler Typ, Digga. Geiler Typ. Ja, klar. Das weiß ich doch ganz klar. Ich kenne das Gesicht. Ach ja. Gott, bin ich blöd. Das ist doch dieser Typ aus der Talkshow, oder? Wie heißt der denn nochmal? Hallo? Ach. Oh, bei Venny kriegt die Aufregung. Ja, also ich kenne... Der ist schon geil. Der ist schon geil. Dieses Twitter-Meme-Ding. Ja. Dieses richtige blöd. Cringe-Ding, ne? Ja. Die Brille hat mich verwirrt. Also ich finde, das... Beeindruckend, so wenn du siehst, am Anfang wurde er nur gehatet. Er wurde ja ausgelacht. Und jetzt? Ja gut, der alte Content war auch echt scheiße. So. Scheiße, ist das peinlich. Scheiße, ist das peinlich. Ah, noch mal. Ist weg. Scheiße, ist das peinlich. Scheiße, ist das peinlich. Wer ist denn die Frau? Ich hab sie noch nie gesehen. Scheiße, ist das peinlich. Ich muss dir aber erklären, wer das ist. Meine Frau zu Hause. Jetzt kommt die 10 Promis. Aber der aktuelle oder der frühere Name? Ich weiß den Vornamen. Ah. Ich würde beides zählen. Okay, ich kenne den Vornamen nicht. Ja, willkommen im Club. Falsch. Minuspunkt. Der Keller. Ja, stimmt. Ja, ihr könnt es sagen, aber... Was ist denn eure Meinung zu... Das ist eigentlich Kult, der Keller, oder? Ja, der ist so ein richtiger Puff Daddy. Was ist der denn, Alter? Alter, ich bin komplett raus. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie er heißt. Uma? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da ist natürlich der Gamer Brother. Solche Haare hätte ich gerne. Geiler Typ. Hätte ich konfrontieren müssen. Glaube ich dir. Matchball für euch. Ihr könnt jetzt irgendwie Scheiße. Zumachen. Wer zuerst gewinnt. Voll mein Ding. Minuspunkt. Ich bin Dennis und ich bin jetzt aus. Heiko Westermann. Gewonnen! Ehre. Wie stark ist das denn, Digga? Wie stark ist dieses Video?
Wir schauen uns jetzt nochmal hier die letzten Videos an. E-Sportler sind dumm, Idioten. Okay, ach, also das Motto ist ja absoluter Schwachsinn. Ein Bauer hat 10 Schafe. Alle sterben außer 9. Wie viele lebende Schafe hat er noch? Das hat nichts mit Videospielen oder E-Sports oder so zu tun. E-Sports ist etwas, was... Okay, du Schlaumeier. Ein E-Sportler hat 10 Controller. Alle werden zerstört. Außer 9. Wie viele funktionierende Controller hat er noch? Die Frage finde ich jetzt wirklich provokant. Was ist denn das für ein Video, Alter? Das ist krass. Hat 4. Hat 250.000. Nein, Quatsch. Ja, Millionen. 0815. Die richtige Antwort lautet 9. Ich bin 5-mal so fertig wie nach einer Mathe-Klausur in der Schule oder so. Ich hab die Matheprüfung so hart verschissen. Ein Nerd geht um 8 Uhr ins Bett und sein Wecker wurde so gestellt, dass er um 9 Uhr aufwacht. Wie lange hat er geschlafen? Kommt immer drauf an, wie man Nerd definiert. Bei Turnieren ist das bei mir so, wenn ich so kohlenhydratlastige Sachen... Wer ist denn er? Ich habe von dem noch nie gesehen, er gehört in der FIFA-Szene. Ist aber schnell müde, habe ich gemerkt. Ja, okay, aber wie lange? Ganz kurz. Ja, fast eine Stunde ist richtig. E-Sport schreibt man am Anfang mit E und hinten mit T. Stimmt das? Ich wusste es. Ich wusste auch, dass ich wusste. Hakan Şükür vom Trödeltrupp. Mein Gott, Chat. Haltet Stute, haltet euch bedeckt. Ja. Das ist definitiv nicht der Fall. Und wer da nicht auf der Höhe ist, wird auch keinen Erfolg haben. Genau so sieht's aus. Flex. Hast du überhaupt einen Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung? Das ist, glaube ich, so eine richtig größte Vorurteil, den es gibt in diesem Bereich. Habe ich leider nicht, sonst würde ich vielleicht auch hier nicht sitzen. Seit einem Monat. Ja, war schon mein vierter. Normaler Bürojob. Wir gehen jeden Tag duschen. Schwarzhaarig mit einem langen Bart sind alles Taliban. Oh shit, here we go again. Du kleiner Fregel, Alter. Du kleiner Fregel. So nicht, mein Freund. Den Banner finde ich auch geil, ne? Level Up, wie FIFA Gaming FIFA YouTuber manipuliert. Einfach im R8 in FIFA Gaming gedrückt und dachte mir noch so, okay, das eine Lied geht eigentlich echt klar, ne? Zweiter Dezember 2017. FIFA Gaming lädt eine neue Folge seiner Serie Level Up hoch. Zu dem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass es für immer die letzte sein sollte. Doch warum stellte Till das beliebte Format urplötzlich ein? Wir haben uns auf Spurensuche begeben. Diese führt uns nach Göttingen. Hier wurde nur 5 Monate später der gleichnamige Gaming Booster gegründet. Um zunächst undercover zu bleiben, baute Till die perfekte Illusion auf. Sein selbst in Paint erstelltes Level-Up-Logo tauschte er gegen ein neues Logo. Außerdem löschte er aus den Namen das E. Ich überlege gerade, ob man hier eigentlich aus dem Logo irgendwas entnehmen kann, weil oft sind diese Logos, zumindest so von großen Firmen, brutal. Also haben brutal viel Sinn, was man so gar nicht auf den ersten Blick erkennt. Aber ich erkenne jetzt theoretisch hier nur ein L und der Pfeil wegen ab oder was. Ja, den Pfeil, der ist klar, aber vielleicht soll es ja noch ein L sein und ab wegen Pfeil hoch, so mäßig. E ist der 5. Pac-Man für Level, oh nee, ich glaub nicht, Digga, oder? Buchstabe im Alphabet. Der Name Till hat 4 Buchstaben, wie auch der Name Nils. Dank spezieller Computersoftware verwandelte sich FIFA Gaming in den Level-Up-Mitgründer Nils Schlieper. Doch warum das Ganze? Einige Zeit lang war FIFA Gaming der meistgeklickte deutsche FIFA-YouTuber, doch Anfang 2018 verlor sein Kanal drastisch an Klicks. Um die FIFA-Community weiter zu beeinflussen, musste er handeln. In den leckeren Gaming-Booster mischte er eine geheime Zutat, die einem schon beim einmaligen Verzehr zu einem großen Fan seinen Kanals machen sollte. Bewusst kontaktierte er bekannte FIFA-Größe wie TZ oder Nohand Gaming. 5, 4, 3, 2, 1, Copyright! Level up! Zwar dauerte die Wirkung offenbar länger als von Till geplant, aber nun zeigen sich die ersten Erfolgserlebnisse. Erst kürzlich outete sich Simon von Tizi Schupech als großer FIFA-Gaming-Fan, der regelmäßig dessen Musik in seinem Auto pumpt. Und hab einfach im R8 in FIFA-Gaming gedrückt und dachte mir noch so, okay, das eine Lied geht eigentlich echt klar, ne?
sie zu traurig. Mittlerweile zählen auch Ernie. Alter, das sieht so komisch aus, Bossio mit so langen Haaren wieder zu sehen. Also lang da, der hat's ja wieder kürzer geschnitten. Elias oder Bossio zu Tills Kunden. Studien haben ergeben, dass bereits 2021 jeder zweite deutsche FIFA-Gaming-Fan sein wird. Darauf erstmal einen schönen Blue Crush. Ich bin schon Marketing-Genie, sag ich euch, wie es ist, ne? Ich bin schon ein Marketing-Genie, Chat. Sag ich euch, wie es ist, meine Freunde.